Sollte man sich lieber einen iMac oder ein MacBook Air kaufen? Diese Frage wurde mir in den letzten Wochen immer wieder gestellt und ich versuche in diesem Video darauf eine Antwort zu finden, um mein Fazit direkt mal vorwegzunehmen. Ein iMac ist ein Standcomputer, ein MacBook Air ist ein Laptop. Die Unterschiede sind offensichtlich, den einen kann man überall mit hinnehmen und der andere steht starr an einem Platz. Dennoch kann der iMac einfach alles besser als das MacBook Air. Nur eben, dass er nicht transportabel ist. Doch ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal im Detail an. Beginnen möchte ich hierbei mit dem Display, denn in beiden Modellen ist ein sehr gutes Display verbaut und beide Displays sind auch ziemlich genau gleich scharf. Wir haben bei beiden etwas über 200 ppi. Beim MacBook Air ist es tatsächlich sogar ein klein bisschen mehr als beim iMac, aber das iMac-Display ist dennoch etwas besser. Denn beide bilden zwar zu großen Teilen den P3-Farbraum ab, vermutlich 99 oder 98%, aber wir bekommen beim iMac eine 10-Bit-Farbtiefe. Das heißt, auch wenn der Farbraum an sich gleich groß ist, sind die Farbabstufungen beim iMac nochmal deutlich besser, zumindest für das sehr, sehr geschulte Auge. Auf dem Papier wirkt das Ganze ziemlich extrem. Während es beim MacBook Air, ich meine, roundabout 16 Millionen Farben sind, die abgebildet werden können, sind es beim iMac 1 Milliarde Farben. Auf dem Papier klingt das ziemlich gigantisch, in der Praxis sieht man da kaum einen Unterschied, außer man bearbeitet wirklich 10-Bit-Material und hat ein geschultes Auge dafür. Dementsprechend, wer professionell Bilder, Fotos oder Videos bearbeiten möchte, der wird das auf dem iMac, zumindest bei 10-Bit-Material, besser können als bei dem MacBook Air. Einerseits wegen dem größeren Display, andererseits aber auch wegen dieser 10-Bit-Farbraumabdeckung. Ein weiterer Vorteil vom Display des iMacs ist dessen Helligkeit. Wir bekommen hier ganze 500 Nits, während es beim MacBook Air nur 400 Nits sind. In Innenräumen lässt es sich damit aber ehrlich gesagt mit beiden Modellen ziemlich gut arbeiten und macht man das Upgrade vom MacBook Air zum MacBook Pro, dann bekommt man ebenfalls diese 500 Nits, aber auch da weiterhin nur ein 8-Bit-Panel, hat dann aber auch den gleichen Preis wie beim iMac, denn das MacBook Pro und der iMac kosten 1449 Euro, während das MacBook Air in seiner Basiskonfiguration nur 1229 Euro kostet, also nochmal ein kleines Stückchen günstiger ist. Ansonsten gilt aber eigentlich alles, was ich jetzt auch sage, auch für das MacBook Pro, denn auch das kann einiges besser als das MacBook Air, aber bei weitem letzten Endes nicht so gut wie dieser iMac. Nach dem Display widmen wir uns am besten direkt der Performance, denn sowohl im iMac als auch im MacBook Air ist der M1 Prozessor verbaut. Einziger Vorteil beim iMac ist, hier wird er aktiv beim Basismodell mit einem Lüfter gekühlt. Nachteil beim iMac ist jedoch, das Display ist direkt in der Nähe zu dem Prozessor. Während beim MacBook Air haben wir hier das Display und dann unten drin unter dem Keyboard den Prozessor. So ein Display, das sondert einiges an Wärme ab und genau darin liegt das Problem. Denn hier, trotz dieses Lüfters, verhalten die sich vermutlich relativ ähnlich. Einzig und allein, wenn man dann zum teureren Modell beim iMac upgradet, da bekommt man dann eine Heatpipe mit zwei Lüftern und hat dann ein wirklich signifikant besseres Kühlsystem. Ich würde mir also ganz ehrlich nicht allzu große Leistungsunterschiede hier erwarten. Wir haben bei beiden Modellen nur diese 7-Core GPU und haben aber hier den Nachteil, es wird nicht aktiv gekühlt, dafür hier den Nachteil der größeren Wärmeentwicklung. Letzten Endes dürfte jedoch der iMac trotz dessen etwas besser in der Performance abschneiden. Ich habe kleine Tests gemacht, konnte keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Das Ganze zeigt sich aber so oder so nur bei wirklich sehr, sehr langfristigen und intensiven Aufgaben. Etwas, was Apple bei der iMac-Vorstellung besonders gelobt hat, das ist das Lautsprechersystem. Denn insgesamt sind hier 6 Lautsprecher verbaut, die zusammen sehr, sehr gut klingen. Das Einzige, was ich etwas vermisst habe, das war der Bass. Alles in allem klingen diese Lautsprecher aber wirklich, wirklich gut. Die MacBook Air klingen auch gut, aber das zeige ich euch am besten einfach mal in einem direkten Vergleich jetzt. Hey Leute, in diesem Video klären wir die Frage, ob man aktuell lieber den M1 Mac Mini oder den M1 24 Zoll iMac kaufen sollte. Wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Die Frage, ob ein iMac oder ein Mac Mini grundsätzlich besser ist, die muss man für sich selbst beantworten. Beide Systeme bieten durchaus ihre Vorteile. Der Mac Mini kostet aktuell ungefähr 799 Euro und der günstigste 24 Zoll iMac kostet 1449 Euro. Etwas, das beim MacBook Air ja schon immer kritisiert wurde, das ist die schlechte Kamera. Und hieran hat auch der M1 Prozessor nicht wirklich etwas geändert. Ja,
Die Kamera ist etwas besser geworden durch die neue Bildverarbeitung. Nach wie vor ist es aber nicht mal eine Full-HD-Kamera, sondern nur eine HD-Kamera. Im iMac haben wir jetzt eine Full-HD-Kamera, die ebenfalls von dem M1-Chip profitiert und die wirklich solide Videoaufnahmen macht. Und auch haben wir jetzt hier im iMac dieses 3-Mikrofon-System für Aufnahmen in Studioqualität. Studioqualität, das würde ich so aktuell nicht unterschreiben, aber auch diese Mikrofone sind besser als im MacBook Air und das zeige ich euch ebenfalls am besten einfach mal in einem Beispiel. Das ist eine Testaufnahme des 24 Zoll iMacs mit der neuen Full HD Kamera und den 3 Mikrofonen in Studioqualität. Das ist eine Testaufnahme der 720p Kamera im MacBook Air mit dem M1 Chip und den ebenfalls 3 Mikrofonen, jedoch nicht in Studioqualität. Für viele ganz wichtig, für einige unbedeutend ist das Thema Anschlüsse. Beide haben in der Basiskonfiguration 2 Thunderbolt bzw. USB 4 Anschlüsse im USB-C Format. Die haben echt viel Leistung und da kann man grundsätzlich auch echt viel anschließen. Ein 6K-Display, Dongles ohne Ende, Thunderbolt-Festplatten, das ist ziemlich cool. Aber es sind halt nur 2. Beim iMac haben wir jedoch theoretisch die Möglichkeit, noch zusätzlich 2 USB-C-Anschlüsse. Kein Thunderbolt, normales USB-C, ich glaube 3.2, also auch relativ schnell. Es sind 10 Gigabits pro Sekunde, wenn ich mich nicht irre. Auch damit kann man relativ viel anfangen. Ändert aber nichts daran, dass beide keinen SD-Kartenreader haben oder USB-A-Anschlüsse. Es sind wirklich nur diese 2 bzw. 4 USB-C-Anschlüsse und dann bei beiden noch ein Headphone-Jack. Was die Anschlüsse angeht, kann man theoretisch also beim iMac etwas mehr machen, aber in der Basiskonfiguration sind da beide gleich aufgestellt. Einen Vorteil in Sachen Anschlüsse hat der iMac jedoch noch, man kann ihn nämlich mit LAN konfigurieren. Das kostet 30 Euro Aufpreis bei der günstigen Variante oder ist bei der teureren schon mit dabei und dann bekommt ihr in diesem Powerbrick noch einen LAN-Anschluss mit dabei, was für einige, die das zu Hause hinstellen und wirklich solides Internet brauchen, deutlich praktischer sein kann als nur Wi-Fi beim MacBook Air. Beziehungsweise das nur ist auch nur in Anführungszeichen gesetzt, denn hier kann man über Thunderbolt natürlich auch LAN anschließen, das geht, braucht man dann aber ebenfalls nochmal einen Dongle und hat wieder einen der Thunderbolt-Anschlüsse besetzt und hier an der Stelle muss man auch nochmal sagen, bei MacBook Air hat man natürlich auch den Nachteil, dass einer der Thunderbolt-Anschlüsse in der Regel häufig benutzt wird, um das Ding aufzuladen und dann da ebenfalls wieder wegfällt. Kommen wir kurz vorm Fazit nochmal zur Tastatur und dem Trackpad. Denn ja, beide haben theoretisch Tastatur und Trackpad, zumindest optional. Die Tastaturen sind auch ähnlich gut. Bei MacBook Air hat man doch den enormen Vorteil, es gibt eine Hintergrundbeleuchtung bei der Tastatur und man hat immer den Fingerabdrucksensor dabei. Bei der günstigsten Mac-Tastatur ist sie zwar farblich wunderschön abgestimmt, hat man aber weder den Fingerabdrucksensor noch eine Hintergrundbeleuchtung. Zumindest den Fingerabdrucksensor, den kann man sich für 50 Euro dazu buchen. Meiner Meinung nach relativ happig. Aber nach wie vor hat die Tastatur dann keine Hintergrundbeleuchtung, was ich ehrlich gesagt ziemlich schade finde. Grundsätzlich ist bei der günstigsten Variante des iMacs auch nur eine Magic Mouse dabei, eine Maus, mit der ich nicht besonders viel anfangen kann. Ich habe mir dementsprechend meine MX Master 3 wieder hier hingesetzt. Man kann theoretisch auch das Magic Trackpad, was dann tatsächlich sogar deutlich größer ist als das bei MacBook Air und trotzdem genauso gut mit dazu konfigurieren, kostet dann ebenfalls wieder extra. Aber ich persönlich arbeite an einem Desktop-PC dann doch lieber mit einer richtigen Maus, in meinem Fall dann eben mit der MX Master 3. Letzten Endes ist es eigentlich genau, wie ich zu Beginn gesagt habe. Wenn man mal die Hintergrundbeleuchtung außen vor lässt, kann der iMac eigentlich alles besser als das MacBook Air bzw. sogar als das MacBook Pro, was dann ja genauso viel kostet. Es hat jedoch den Nachteil, dass der hier einfach nur an Ort und Stelle steht. Designtechnisch sind beide sehr hochwertig, auch wenn es den iMac jetzt in Farben gibt, was einige ziemlich cool finden. Möchte man jedoch einen transportablen Computer haben, dann ändert das auch nichts, denn das kann der iMac schlichtweg einfach nicht leisten. Das muss er aber auch nicht und dafür ist er nicht konzipiert. Ihr müsst euch also letzten Endes vor allem die Frage stellen, brauche ich etwas, das transportabel ist oder etwas, was dann mehr Leistung hat, was ich mir einfach nur auf einen Tisch hinstelle und dann dort auch immer nutze. Klar kann man den iMac auch hin und her räumen, das ist aber nicht so wirklich praktisch. Und klar kann man das MacBook Air auch mit einem externen Monitor, Maus und Tastatur verwenden, das kostet dann aber wieder eine ganze Stange Geld. Geht also in euch, fragt euch, brauche ich dieses extrem gute Display, was hier drin verbaut ist? Was möchte ich machen mit dem Gerät? Will ich wirklich produktiv damit arbeiten, sei es in Bildbearbeitung oder auch im Videoschnitt und brauche dieses gute Display und dieses gute Gesamtpaket, was dieser iMac liefert, dann kann ich diesen iMac gegenüber dem MacBook Air auf jeden Fall empfehlen.
Denk dir jedoch darüber nach, ab und zu mal auch unterwegs arbeiten zu wollen oder auch einfach nur im Haus die Räume zu wechseln. Dann ist das MacBook Air die bessere Wahl, beziehungsweise dann das MacBook Pro. Grundsätzlich sind meiner Meinung nach preis-leistungstechnisch beide Geräte aktuell wirklich der Hammer. Das ist einzig und allein dem 1-Prozessor zu verdanken. Vorher musste man sagen, ja okay, die MacBooks, iMacs waren nicht schlecht, vor allem wegen den Programmen, die man darauf hatte. Preis-leistungstechnisch hat man da im Windows-Bereich aber an einigen Stellen zumindest auf dem Papier mehr bekommen. Das ändert sich jetzt. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein klein bisschen weiterhelfen. Wenn das war, lasst gerne ein Like, ein Abo da und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.